Meine Eltern waren so stolz, als ich dem auf den Bein getreten bin. Ich wünschte, es gäbe einen Weg hier. Hier, ich habe etwas für dich. Warum? Unser letztes Gespräch hatte ein sehr unerfreuliches Ende. Halte es, wie du willst. Sind die von Vater? Bist du dir sicher, dass sie nicht für dich bestimmt sind? Ein anderer Magier könnte wahrscheinlich mehr damit anfangen. Für eure Dienste, die nicht offiziell anerkannt werden können, nehmt bitte dieses Schmuckstück und wisset, dass ich euren Namen in Ehren halten werde. Danke im Namen des Ordens, Sir Morrowind Carver. Carver? Der Templer, der deinem Vater gestattet hat, Kirkwall zu verlassen. Dein Namensvetter. Ein Templer? Haben wir je einen Templer getroffen, der kein gewalttätiger Tugendbold war? Nun, dann ist das der Erste. Ich frage mich, ob deiner besser ist. Über meinen Namen hat jemand mit Sicherheit viel zu lange nachgedacht. Es geht darum, dass er ein Schwertkämpfer war. Ein Mann, der ihm eine Zukunft ermöglicht hat. Er war für ihn immer gleichbedeutend mit großem Können. Nicht gerade Meister aller Klingen, aber Vater war tatsächlich der Meinung, dass ein Schwertkämpfer etwas Ehrenhaftes ist. Danke, Schwester. Das ist eine Verbindung, die ich nicht erwartet hatte. Euer Volk erzählt sich doch bestimmt Geschichten über die Dalish, oder? Mein Volk? Die Elfen in Teewinter. Die müssen doch von uns gehört haben. Haben sie. Aber es ist ihnen egal. Aber wenn sie wegliefen, würden die Dalish ihnen helfen. Ihr könntet auch sagen, wenn sie in den Himmel flögen, könnten sie in den Wolken wohnen. Aber was sollten sie in den Wolken essen? Dort gibt's nur Pflaumen und hin und wieder einen Vogel. Und genau deshalb nimmt niemand die Dalish ernst. Ich hörte, ihr habt Probleme mit der Knochengrube. Ich könnte behilflich sein. Na, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Ihr seht zwar etwas unerfahren aus, aber ich hoffe mal, dass ihr das hinkriegt. Ich musste den Betrieb einstellen. Meine Arbeiter sind in der Mine verschollen oder weggelaufen. Geschieht mir recht. Hätte ich bloß keine Flüchtlinge aus Ferelden genommen. Ich habe schon Leute losgeschickt, aber nichts mehr gehört. Vielleicht betrügen sie mich. Ich brauche jemanden, der fähig ist und herausfindet, was vor sich geht. Was gibt's als Belohnung? Ich bezahle großzügig. Die genaue Summe richtet sich danach, welchen Gefahren ihr begegnet. Die Arbeiter hatten sicher gute Gründe, wegzugehen. Ich bin ratlos. Kein Arbeiter ist erschienen und niemand nimmt mich ernst. Ich gehe in Kürze dorthin. Je früher, desto besser. Jeder Tag, an dem die Mine nicht in Betrieb ist, kostet mich mehr, als die Arbeiter in einem Jahr verdienen. Die Knochengrube liegt direkt vor der Stadt. Sie ist auf jeder Karte verzeichnet. Kann es sein, dass euch das hier irgendwie abhanden gekommen ist? Ich hätte nie gedacht, es noch einmal wiederzusehen.
Hoppla. Ich habe gerade einen Sovereign verloren. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch nochmal herablasst, uns zu besuchen. Oder seid ihr doch nicht zu stolz, etwas Geld zu verdienen? Stolz ist üblicherweise nicht der Grund, falls ich scheitere. Seit ihr davongestürmt seid, haben wir niemanden mehr mit euren Talenten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe einige Männer zu den Docks geschickt, um etwas Fracht zu veräußern. Sie sind aber nicht zurückgekommen. Ich zahle gutes Silber, wenn jemand sie oder die Ware unbeschadet herbringt. Wollt ihr mir sagen, was ihr verkauft habt? Wir wollten ein Geschäft mit der Karte abschließen. Diese Zwerge aus Orzammar lieben Luxusgüter. Edle Stoffe, ein Fass Kaviar, alter Wein. Eben alles, was ein Händler der Oberstadt so entbehren kann. Wir sind im Geschäft. Gut, geht heute Nacht zu den Docks. Price sollte dort unsere Käufer von der Charta treffen. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was vorgefallen ist. Heda, Vereldenerin. Ich möchte mit euch sprechen. Ich habe vernommen, ihr hättet mit gewissen Elementen in der Stadt zu tun. Ihr erledigt Dinge unter der Hand. Ist das richtig? So kann man es auch sagen. Ich bin ein Magistrat in dieser Stadt und möchte euch als solcher für eine kleine, aber dennoch wichtige Aufgabe gewinnen. Ein Mann, den ich zu lebenslanger Haft verurteilt habe, ist entflohen. Seine Spur führt zu einer verlassenen Ruine außerhalb der Stadt. Ihr sollt den Flüchtigen in Gewahrsam nehmen und der Wache überstellen. Warum wird so viel Aufhebens gemacht, diesen Mann zu fangen? Was hat er getan? Er ist entflohen. Das ist Grund genug, ihn einzufangen. Die Wachen können das erledigen, außer es gibt etwas, das ihr mir nicht sagt. Gut. Dann bin ich also nicht der Einzige, der das Ganze für eine Falle hält. Die Männer weigern sich, ohne Verstärkung vorzurücken. Die Ruinen wurden überrannt von seltsamen Kreaturen. Wisst ihr, was das für Bestien sind? Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Ich bin noch keiner begegnet. Die Wachen sagen, diese Dinge hätten bereits eine ganze Kompanie ausgeschaltet. Ich übernehme die Aufgabe. Bringt mir den Flüchtigen lebend, rasch und ohne Aufsehen. Ihr erhaltet dafür eine gute Bezahlung sowie die Dankbarkeit eines Magistrats der Stadt. Nützlich für einen Flüchtling, meint ihr nicht? Trifft mich jetzt der Blitz, wenn ich erzähle, dass ich die Männer getötet habe, die all das eurer Familie angetan haben? Verzeiht, aber ihr seid mein Aushang an der Anschlagtafel des Kantors. Hat ihre Gnaden ihn hängen lassen? Ich war sicher, dass ihn nicht einmal jemand lesen würde, aber ihr sagt, ihr habt sie zur Rechenschaft gezogen? Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, Sarah. Es ist tröstlich, dass meine Familie nun in ihren Gräbern Ruhe finden kann. Für eure Eltern mag das nicht mehr von Bedeutung sein, aber vielleicht könnt ihr jetzt etwas besser schlafen. Ja, das hoffe ich auch. Seid bedankt. Betrachtet das als Vorschuss. Wenn ich mein Land wieder in Besitz habe, werdet ihr fürstlich entlohnt. Entschuldigt mich nun. Ich muss beim Vicomte ein Gesuch um Hilfe für eine befreundete Stadt einreichen. Wo ist eigentlich euer Bart? Elfen haben keinen Bartwuchs. Oh, Verzeihung, ich habe euch gar nicht gesehen. Aha, ich dachte, ihr hättet ihn vielleicht in einem Anfall von grüblerischem Groll abrasiert. Ihr seid also ein lustiger Zwerg.